Enstal Beachmasters 2024 fanden am 27. Juli im Erlebnisbad Schladming statt. Das Beachvolleyball-Event, präsentiert von der Bauunternehmung Granit, ging somit in die dritte Runde. Über 70 Spieler aus mehreren Bundesländern waren am Start. Prämierungen gab es in den Wertungen Herren Doppel und im Mixteam. Das Event bot nicht nur hochklassiges Beachvolleyball, sondern auch Unterhaltung für die Zuschauer, inklusive einem Live-DJ, gastronomischen Angeboten, Minispielen und einer Verlosung von tollen Sachpreisen. Mein Bezug zu Volleyball, ich spiele mein ganzes Leben lang, also der Familienbetrieb Volleyball kann man fast sagen, ich spiele seitdem, dass ich 3 bin und es hat schon ewig lang kein Volleyball-Turnier in Enstal mehr gegeben. Das war früher, noch vor 10 Jahren, viel anders, da hat es viel sichere Turniere gegeben und das hat sich mehr aufgehört. Und mir hat es immer riesig Spaß gemacht, an so Events zu sein. Und Mitte Juni hat dann schon das erste Enstal Beachmasters 2019 stattgefunden. Trotz der tropischen Witterungsbedingungen trudelten auch viele Schaulustige und Begeisterte in Richtung Court und feuerten die Teilnehmer an. Mit einem enorm hohen Pensum ging es durch den gesamten Tag, wo die Spieler wahrlich um jeden Ballwechsel kämpften. Unterschiedlich fielen auch die ersten Resümees und Ziele des Teilnehmerfeldes aus. Ja, weil es ein Wahnsinns-Turnier auf euch ist und wir sind ursprünglich aus dem Pongau und wir fahren immer wieder gern da rein, weil es einfach wahnsinnig gut organisiert ist, coole Leute da sind und inzwischen ist für uns ein bisschen wie ein zweites Heimturnier. Ziel ist natürlich der Sieg, wir haben ein bisschen schwach gestartet, haben das zweite Spiel gleich verloren, haben uns jetzt aber ein bisschen gefangen und sind voll dabei, ja. Jetzt werden wir noch angreifen. Ich war voriges Jahr auch schon dabei und das hat mir eigentlich relativ gut getaugt, jetzt haben wir gesagt, gehen wir heuer auch wieder mit. Ja, für uns ist es leider nicht so gut gegangen. Wir haben die ersten zwei Spiele knapp verloren, jeweils dritten Satz, aber ja, Stärke ist immer unsere Motivation. Schnell erkannte man die euphorische Haltung der Teilnehmer, welche die Gunst der Stunde nutzten und dem Veranstaltungsteam zum reibungslosen Ablauf gratulierten. Ja, das hat der Marc voll gut gemacht. Wir haben ihm gestern alles aufgebaut, von 7 in der Früh bis 6 am Abend. Und der Marc, der Sven und die Lisa, also das machen sie echt brutal gut. Und da spiele ich sicher jedes Jahr das Neue mit bei dem Turnier. Also ich habe generell letztes Jahr schon mitgespielt und es war früher eine extrem geile Atmosphäre. Und der David ist eigentlich von Wien und ich spiele mit ihm viele Turniere. Und deswegen habe ich gedacht, wäre es geil, wenn ich einfach mit ihm das so auch spiele. Und bis jetzt schaut es ziemlich gut aus dabei. Sichtlich mit Stolz erfüllt, zog auch Initiator Marc Mlinaric ein Fazit über die vergangenen Wochen der Vorbereitung. Bedankte sich bei seinem starken Kollektiv rund um ihn herum. Es sind so viele unglaubliche helfende Hände da. Wir, die Sektion Volleyball von ATV Schlaming, wir haben jetzt die ganze letzte Woche immer irgendwas gemacht. Also Montag haben wir zum Beispiel schon ein bisschen Branding gemacht. Mittwoch die ganzen Goodiebags gepackt, die Preise zusammengekriegt. Und ohne das gar nicht geht es an die Sponsoren. Also das ist der Hauptsponsor Bauunternehmung Granit, das ist der Patrick und der Patrick Rietz und der Georg der Blim. Also ohne denen Unterstützung geht natürlich sowas überhaupt nicht. Und wir haben zahlreiche heimische Sponsoren. Es ist egal, zu wen ich gegangen bin, es war jeder oder offenes Ohr gehabt und sofort, also machen wir, gehen wir. Voll cool, haben sie sich gefreut, dass ich mit dem Konzept zu Ihnen gekommen bin. Mit der Siegerehrung und der anschließenden großen Aftershow-Party in der Hohenhaustenne Schladming wurde der Tag nicht nur in idealster Manier abgeschlossen, sondern lässt auch für die kommende Auflage 2025 die Vorfreude spürbar werden.